Als Prediger und Sprecher ist man immer auf der Suche nach Gleichnissen und Illustrationen. Und gestern ist nach meiner Andacht mir etwas ganz, ganz Seltsames passiert. Wer von euch hat eine Bibel mit Reißverschluss? Und wer von euch hat in seiner Bibel so ein Bändchen, wo man so, nicht wahr? Gestern ist mir etwas Seltsames passiert. Ich habe es geschafft, dieses Bändchen in den geschlossenen Reißverschluss zu bringen, sodass ich meine Bibel nicht mehr aufbekommen habe. Das Bändchen war so im Reißverschluss drin, dass ich, wenn alles, was ich versucht habe, die Bibel aufzuschließen, es war unmöglich. Und es hat mich plötzlich getroffen, man kann seine Bibel in der Hand halten und trotzdem keinen Zugang zu ihr haben. Und ich habe alles versucht, was ich konnte und nach 5 Minuten aufgegeben und dann das gemacht, was ich immer mache. Ich habe meine liebe Frau gefragt, kannst du mir helfen? Und sie hat mir geholfen. Und ich glaube, es ist ein gutes Gleichnis dafür, dass auch wir Hilfe brauchen, die Bibel zu verstehen. Wir haben vielleicht die Bibel in unserer Hand, aber wir kommen nicht wirklich an den Inhalt. Es sei denn, die Person, die uns mehr liebt als jeder andere und die andere Person auf der Welt, Jesus Christus, dass diese Person uns die Bibel im wahrsten Sinne des Wortes aufschließt und all das entfernt, was vielleicht dazwischen gekommen ist, nicht wahr? Und so wollen wir heute den zweiten Teil haben unserer kleinen Serie Christus bezeugen. Gestern haben wir gesprochen über Christus. Und wir haben gelernt, Christus bedeutet König oder Herrscher. Wir haben gesehen, dass man ganz leicht über Jesus Christus sprechen kann, aber trotzdem sich selbst als Christus haben kann, als König. Ganz egal, ob man an sein eigenes Leben denkt oder an sein Ministry oder in der Gemeinde. Das Thema der Macht und der Machtausübung und der Autorität ist ein enormes Thema. Und wir haben gesehen, nur dann können wir Christus wirklich bezeugen, wenn wir verstehen, dass Christus der König, der Herrscher in unserem Leben ist. Gestern ging es um Christus, heute geht es um Bezeugen. Wir wollen uns anschauen, was sagt die Bibel über dieses Wort bezeugen. Vielleicht habt ihr schon eine Vorstellung, was Zeugnis geben bedeutet, aber wir wollen heute etwas tiefer graben und einige Schätze aus dem Wort Gottes hervorholen. Und weil wir dazu die Leitung des Heiligen Geistes benötigen, möchte ich euch einladen, mit mir gemeinsam niederzuknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt zu dir kommen können. Wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort studieren können. Bitte öffne uns die Augen, dass wir Wunder sehen in deinem Gesetz, so wie der Psalmist schreibt. Und hab Dank für die Verheißung, dass dein Wort niemals leer zurückkehrt, sondern ausführt, wozu du es gesandt hast. Und so danken wir dir, dass diese Andacht uns nicht nur klüger machen wird, sondern wenn wir es annehmen, auch dir näher bringt. Und so bitten wir dich, dass du uns führst und leitest nach deiner Verheißung. Im Namen Jesu. Amen. Zeugnis geben. Ich weiß nicht, wer von euch hat Freude am Zeugnis geben? Okay, ich würde gerne ein Foto machen, weil wir werden nachher fragen, wer kommt heute mit zum Missionseinsatz, nicht wahr? Zeugnis geben ist für uns meistens, dass wir, naja, vielleicht mal von Haus zu Haus gehen oder einen Flyer verteilen oder, wenn es hochkommt, eine Bibelstunde geben, Zeugnis geben. Ich habe mich gefragt, gibt es mehr zum Thema Zeugnis geben, als einfach nur ab und zu mal seinen Glauben weitergeben? Was bedeutet es eigentlich, Zeugnis zu geben? Und ein guter Hinweis ist immer, wenn man in der Bibel studiert, dass man schaut, wie macht Gott das eigentlich, nicht wahr? Wenn man predigen möchte, dann fragt man sich, wie hat Jesus gepredigt? Wenn man beten möchte, fragt man sich, wie hat Jesus gebetet? Wenn man die Bibel studiert, fragt man sich, wie hat Jesus die Bibel studiert? Und wenn es um Zeugnis geben geht, habe ich mir die Frage gestellt, was sagt die Bibel über Gottes Wesen in Bezug auf Zeugnis geben? Könnt ihr mir sagen, welche Bibelstelle sagt mehr über Gottes Wesen aus als jedes andere Kapitel der Bibel? Welches Kapitel der Bibel sagt am allermeisten über das Wesen Gottes aus? Welches Kapitel würdet ihr in der Bibel aufschlagen, wenn es um das Wesen und den Charakter Gottes geht? 1. 13, ja. Johannes? 2. Mose 34, knapp daneben. 2. Mose 20, denn 2. Mose 20 enthält was? Die 10 Gebote, und wir wissen, die 10 Gebote sind ein Transkript und eine Beschreibung des Charakters Gottes. Gibt es in den 10 Geboten etwas über Zeugnis geben? Gibt es ein Gebot, das über Zeugnis geben spricht? Meine Lieben, wir sind doch die, die die Gebote Gottes bewahren, nicht wahr? Gibt es ein Gebot über Zeugnis geben?
du sollst nicht falsch Zeugnis geben oder reden wider deinen Nächsten. Das Erste, was wir lernen wollen, ist, dass die Bibel uns warnt, du sollst kein falsch Zeugnis geben. Und natürlich wissen wir, da geht es ja auch darum, dass man nicht lügen soll. Hat jemand von euch mal gehört, diese Idee, die Bibel sagt nichts gegen Lügen, wir sollen nur kein falsches Zeugnis reden? Ich habe das schon gehört und deswegen möchte ich euch ganz gut zeigen, dass das totaler Quatsch ist. Schaut mal mit mir in Sprüche 12, Vers 17. Sprüche 12 und dort Vers 17. Da wird nämlich erklärt, was es bedeutet, falsch Zeugnis zu geben. Da heißt es, wer die was sagt, wer die? Ich kann euch nicht hören, ihr seid noch so schläfrig. Wer die? Ihr seid immer noch schläfrig. Wer die? Wahrheit sagt, Dankeschön, legt ein was ab? Ein rechtes Zeugnis, ein falscher Zeuge aber verkündet was? Lügen. Also wenn die Bibel sagt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, dann sagt sie mit anderen Worten, du sollst nicht lügen. Das Gegenteil von einem falschen Zeugnis ist was, nach diesem Vers? Das Gegenteil von einem falschen Zeugnis ist was? Die Wahrheit. Beim Zeugnisgeben geht es also zuallererst darum, die Wahrheit zu sagen. Frage. Welches ist wohl das berühmteste und wichtigste Zeugnis, das es in der ganzen Bibel gibt? Sagen wir mal ein paar Ideen. Das berühmteste und wichtigste Zeugnis, das es in der ganzen Bibel gibt. Stephanus hat ein tolles Zeugnis gegeben. Ja, das stimmt. Jesus hat Zeugnis gegeben und gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, was gibt es noch für Zeugnisse in der Bibel? Johannes der Täufer hat ein Zeugnis gegeben. Ja, das stimmt. Aber es gibt ein Zeugnis, ja? Gott selbst hat Zeugnis gegeben, ja? Es gibt ein Zeugnis, das wir meistens gar nicht als Zeugnis interpretieren, obwohl die Bibel an tausenden Stellen sagt, gefühltermaßen, dass es sich um ein Zeugnis handelt. Schaut mal mit mir in 2. Mose 25. Worum geht es in 2. Mose 25? Als gute Bibelstudenten und Adventisten dürftet ihr das wissen. Worum geht es in 2. Mose 25? Da beginnt der Bau des Heiligtums, richtig? Und schaut mal mit mir in 2. Mose 25 und dort Vers 16. Das heißt es, und du sollst das was? Du sollst das Zeugnis, das ich dir gebe, in die Lade legen. Da sollte etwas in die Bundeslade gelegt werden. Und Vers 21, 22 sagen dieselben Dinge. Und dann gibt es viele andere Verse im Alten Testament, die sagen, da lag ein Zeugnis in der Bundeslade. Frage, was war in der Bundeslade drin? Die 10 Gebote. Nach diesem Vers dürfen wir lernen, dass die 10 Gebote was sind? Die 10 Gebote sind ein Zeugnis. Wer hätte gedacht, dass Gott am Sinai Zeugnis gegeben hat? Gott hat am Sinai Zeugnis gegeben. Frage, als er Zeugnis gegeben hat am Sinai, hat er dort eine Information weitergegeben, ja oder nein? Wie hat er sie weitergegeben? Er hat sie auf Steintafeln geschrieben, das stimmt. Er hat einen Steinflyer weitergegeben, nicht wahr? Das ist die wichtige Information. Aber hat er sie nur auf einem Steinflyer weitergegeben? War das nur schriftliche Information, die er gegeben hat? Er hat es auch gesprochen. Er hat direkt zum Herz der Menschen gesprochen, nicht wahr? Und das ist noch etwas, was wir bedenken sollten. Als Gott diese Information weitergibt, war es nicht nur Information auf Stein oder in Worten. Diese Information, die er als Zeugnis weitergegeben hat, war sein eigener Charakter. Ist das nicht wahr? Als Gott am Sinai Zeugnis gegeben hat, da war das, was er gesagt hat und das, was er schriftlich weitergegeben hat, 1:1 deckungsgleich mit dem, was er selbst war. Gott hat im wahrsten Sinne des Wortes Zeugnis gegeben. Die Worte auf der Steintafel, die Worte, die er gesprochen hat, waren Ausdruck seines Charakters. Und deswegen nennt die Bibel die 10 Gebote ein Zeugnis. Was bedeutet es, lieber Freund, liebe Freundin, Christus zu bezeugen? Hat Jesus auch Zeugnis gegeben? Ohne Frage.
Ich möchte euch ein Beispiel für das Zeugnis Jesu geben, das meistens übersehen wird. Schaut mal mit mir in Offenbarung 3. Nebenbei, worum geht es in Offenbarung 3? Ich kann euch nicht hören, worum geht es in Offenbarung 3? Da geht es um die sieben Gemeinden, da geht es vor allem um die letzten der sieben Gemeinden. Und in Offenbarung 3, Vers 14, geht es um eine besondere Gemeinde, um die Gemeinde Laodicea. Und das ist welche Gemeinde? Das bist du und ich, nicht wahr? Und schauen wir mal, wie Jesus sich einführt in dieser Beschreibung in Laodicea. In Offenbarung 3, Vers 14 heißt es, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der was? Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Wisst ihr, was Laodicea übersetzt bedeutet? Ich glaube, ihr wisst das, oder? Laodicea heißt übersetzt Volk des Gerichts. Und Jesus sagt, ich bin ein Zeuge. Jetzt, wenn ihr Zeuge seid und vor Gericht geladen werdet, was ist von euch erwartet? Was erwartet man von euch? Die Wahrheit zu sagen, nicht wahr? Und Jesus sagt, in diesem Gericht, von dem wir wissen, dass es 1844 begann, was im Himmel stattfindet, sagt Jesus auch, ich bin dort nicht nur der Fürsprecher, ich bin nicht nur der Richter, ich bin auch ein Zeuge. Und der Zeuge muss die Wahrheit sagen. Ja, wir haben die wunderbare Nachricht, dass Jesus unser Fürsprecher ist, dass er für uns eintritt. Ja, wir haben die wunderbare Nachricht, dass Jesus unser Richter ist. Aber wir haben auch die Nachricht hier und wir sollten sie ernst nehmen, dass Jesus ein Zeuge ist, dass er bezeugt, was er gesehen hat. Wenn dein Fall im himmlischen Untersuchungsgericht aufgeschlagen wird und Jesus als ein wahrer und treuer Zeuge gefordert ist, Zeugnis zu geben, was wird er dann sagen? Wird er sagen, nein, 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 was in den Büchern steht, das stimmt alles gar nicht. Christopher war so ein lieber, netter Mensch, nicht wahr? Und das stimmt alles gar nicht, was da drin ist. Das war bestimmt ganz anders. Wird er das sagen? Jesus wird genau das sagen, was er in unserem Leben gesehen und gehört und gefühlt hat. Denn die Bibel sagt in Titus 1, Vers 2, Gott kann nicht lügen. Gott kann vergeben, Gott kann heilen, er kann reinigen, er kann uns neu schaffen, aber er kann nicht lügen. Denn die Bibel sagt, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Das ist dein Charakter. Hier ist die praktische Frage an dich. Wenn Jesus, der treue Zeuge, dein Leben betrachtet, wovon kann er Zeugnis geben? Wenn er ein wahrer Zeuge ist. Ein anderer Gedanke. Jesus gibt Zeugnis im himmlischen Untersuchungsgericht. Um dort Zeuge sein zu können, um überhaupt für uns eintreten zu können, was musste er vorher tun? Was musste er tun, bevor er für uns eintreten kann als Zeuge im himmlischen Untersuchungsgericht? Er muss uns beobachten, ja natürlich, muss uns beobachten. Aber hätte er einfach als derjenige, der schon immer von Ewigkeiten gewesen ist, einfach Zeuge sein können, im Untersuchungsgericht, für uns, gegen uns, wie auch immer. Er musste selbst Mensch werden und bevor er hoher Priester und Anwalt und all das sein konnte, musste er ein Opfer bringen. Ist das nicht wahr? Ohne Opfer kein hoher priesterlicher Dienst. Ohne Opfer kein Zeugnis. Es gibt kein echtes biblisches Zeugnis ohne Opfer. Heute leben wir in einer Zeit, wo wir uns als Adventgemeinde versuchen, das Zeugnis geben so leicht wie möglich zu machen, nicht wahr? Wir haben das Material schon übersetzt. Du hast es auf deinem iPhone. Du kannst es runterladen auf dem Computer. Du musst nur einen Klick machen und dann kommt alles da, nicht wahr? Wir versuchen, die Schwelle so gering wie möglich zu machen und das ist ein Wert dabei. Wir wollen ja den Geschwistern das einfach machen. Aber echtes Zeugnis geben hat schon immer mit Opfer zu tun gehabt. Wenn Jesus nicht bereit gewesen wäre, viele Dinge aufzugeben, und ein Opfer zu bringen,
dann hätte er niemals Zeuge sein können. Was hat Jesus motiviert, ein Opfer zu bringen, um Zeuge sein zu können? Was hat ihn motiviert? Liebe. Wie viele andere Optionen gab es da? Wie viele andere Zeugen sind dort im himmlischen Untersuchungsgericht vor uns? Wie viele andere Zeugen? 12 Zeugen? Das ist eine interessante Idee, da müssen wir hinterher nochmal drüber sprechen, wie du darauf gekommen bist. Wie viele andere Fürsprecher haben wir? Lass uns aufschlagen, wenn wir nicht ganz sicher sind. In 1. Johannes 2, Vers 1. In 1. Johannes 2, Vers 1 heißt es, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir wie viele Fürsprecher? Einen. Mit anderen Worten, wenn Jesus nicht dieses Opfer gebracht hätte, hätte es dort keinen Fürsprecher, keinen Zeugen für uns gegeben. Könnte es sein, dass es für deinen Nachbar, für deinen Ehepartner, für deinen Arbeitskollegen auch nur einen möglichen Zeugen gibt, nämlich dich? Was bist du bereit zu opfern? Heutzutage sind wir schon in der Situation, dass wir den Geschwistern überhaupt Mut machen müssen und sagen, nun komm doch mal mit und es wird schon nicht so schlimm sein. Ich möchte die Frage heute anders stellen. Ich möchte fragen, was bist du bereit zu opfern? Denn wenn ich die Adventgeschichte anschaue, wenn ich die Kirchengeschichte anschaue, dann sehe ich, es hat noch niemals eine echte Mission gegeben, ohne die Bereitschaft zu opfern. Was bist du bereit zu opfern? Von deiner Zeit, von deinem Geld, von deiner Energie hineinzustecken in die Rettung anderer Menschen. Jesus, der Zeuge, muss dein Opfer bringen, um ein Zeugnis zu geben. Jetzt sagt dir vielleicht Christopher, du redest die ganze Zeit vom Untersuchungsgericht. Ich dachte, wir sprechen über Mission. Das hat doch nichts miteinander zu tun, oder? Das sind doch zwei völlig verschiedene Dinge. Nein, sind sie nicht. Das Untersuchungsgericht und unsere Mission hängen direkt zusammen. Wisst ihr das? Die Bibel sagt es explizit, ansonsten würde ich es nicht so betonen. Schaut mal mit mir in Matthäus 10. Matthäus 10. Das ist nebenbei mein Tauftext, der hat eine besondere Bedeutung für mich. In Matthäus 10 und dort Vers 32. Matthäus 10 und dort Vers 32, dort heißt es, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und damit es wirklich eindeutig ist und man keinen Zweifel daran haben kann, wie wichtig es ist, sagt Jesus das nicht nur im Positiven, sondern auch im Negativen. Er sagt im nächsten Vers, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Frage, könnt ihr sehen, dass Jesus eindeutig sagt, unser Bekenntnis, unser Bezeugen hier auf der Erde hat eine direkte Verbindung zu unserem Fall im himmlischen Untersuchungsgericht. Könnt ihr das sehen? Eine direkte Verbindung. Und trotzdem gehen wir so oft mit diesem Thema Mission um, als wäre es eine Option. Du kannst halt, wenn du nichts anderes findest in der Gemeindearbeit, könntest du auch ein bisschen Mission machen. Oder es wäre gerade doch ganz schön, auch ein bisschen mal Mission zu erleben, nicht wahr? Sei dabei, spür mal so ein bisschen, wie das ist. Liebe Freunde, das Thema ist ernster. Mission und Untersuchungsgericht hängen direkt zusammen. Ich möchte euch mal eine Frage stellen. Stellt euch vor, ich werde jetzt den Namen Christopher verwenden, weil es mich selbst betrifft, aber setzt euren Namen ein, nicht wahr? In einer nicht allzu fernen Zukunft kommt das himmlische Untersuchungsgericht an euren Namen. Das Buch wird aufgeschlagen und der Name Christopher kommt auf, nicht wahr? Was wünscht euch in diesem Moment, wenn der Name Christopher oder euer Name aufkommt? Worauf hofft ihr? Eure christliche Hoffnung ist auch die, dass dann jemand aufstehen wird, der auf den Namen Jesus Christus hört und sagt, das stimmt, was dort steht, aber hinter jeder Sünde steht, vergeben, 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 ich, Jesus Christus, bin Zeuge dafür, richtig? Wünscht euch nicht, dass Jesus aufsteht und die Gelegenheit nutzt und sagt, ich bezeuge für diese Person, nicht wahr? Was würde passieren, wenn dein Name im Untersuchungsgericht auftritt und Jesus sagt,
ach, jetzt habe ich eigentlich keine Lust zum Zeugnis geben. Vielleicht kommt er nochmal eine andere Gelegenheit. Irgendwie passt jetzt gerade nicht. Schöner Gedanke? Denk mal drüber nach. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen. Habt ihr euch schon mal verleugnen lassen? Ich bin nicht da. Jesus sagt, ich werde dann nichts sagen. Das ist übrigens das, was Jesus sagt zur Laodicea-Gemeinde. Er sagt, ich spucke dich aus meinem Mund aus. Ich werde dann nicht über dich sprechen. Und die schlimmste Vorstellung, die ich mir vorstellen kann, ist, dass mein Name im Untersuchungsgericht vorkommt und Jesus sagt, ich kann dazu nichts sagen. Aber die schlimmste Vorstellung, die Gott sich vorstellen kann, ist, dass wir in eine Gelegenheit kommen, wo wir Missionen geben können und wir sagen, dazu kann ich jetzt leider nichts sagen. Das ist für Gott genauso schlimm. Und deswegen tut Jesus diese beiden Dinge zusammenknüpfen, weil er genau weiß, wie wichtig es uns ist, dass Jesus unser Zeuge im himmlischen Untersuchungsgericht ist, nicht wahr? Zeugnis geben. Schaut mit mir in Offenbarung 12 und dort Vers 11. Vers, den ihr bestimmt gut kennt. In Offenbarung 12 und dort Vers 11. Dort heißt es, und sie haben ihn überwunden, um des, was ist das Erste, was dort steht? Um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Könnt ihr sehen, dass da ein Opfer eine Rolle spielt? Nicht jeder Missionar muss sterben, aber jeder Missionar ist bereit, zur Not bis zum Äußersten zu gehen. Sie haben überwunden. Jetzt, was meint er wohl? Was haben die überwunden? Die Hürden, nicht wahr? Was für eine Hürde haben sie überwunden? Wenn die Bibel spricht in Offenbarung, wer überwindet, was soll denn da überwunden werden? Die Bibel sagt, wer überwindet, dem werde ich Anrecht geben, vom Baum des Lebens zu essen. Was hindert uns momentan, vom Baum des Lebens zu essen? Die Sünde, richtig? Das heißt, was müssen wir überwinden? Die Sünde. Wodurch überwinden wir die Sünde? Durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses. Ihr glaubt mir nicht, Ellen White sagt, Kraft zum Widerstehen des Bösen kommt am meisten und am besten durch aggressiven Dienst. Jetzt aggressiver Dienst bedeutet nicht, ich nehme meine Bibel und schlage drauf zu. Aggressiv bedeutet in ihrer damaligen Sprachwelt, ich warte nicht darauf, bis irgendwann mal mich jemand anspricht, sondern ich bin offensiv. Ich gehe auf die Leute zu. Aggressiv. Nicht defensiv und warten, nicht wahr? Ich wäre ja bereit, wenn jemand mich fragt, zu sagen, ich bin Siebentags-Adventist. Und ich würde auch sagen, dass ich den Sabbat halte. Ich würde auch sagen, dass die Toten tot sind. Ich stehe zu meinem Glauben. Bin ein treuer Adventist. Das ist nicht das, was Mission bedeutet. So viele Leute sagen zu mir, ach, heute fragen die Leute nicht mehr. Wir können keine Mission mehr machen. Habe ich schon so oft gehört. Ellen White sagt, Kraft zum Überwinden des Bösen besteht darin, aggressiven Dienst auszuüben. Auf die Menschen zuzugehen. Offensiv zu sein in der Mission. Gibt es etwas in deinem Leben, womit du kämpfst, wo du fragst, wie soll ich jemals damit durch das Untersuchungsgericht kommen? Eine Sünde, die immer und immer wieder kommt, wo du stehst und fällst und stehst und fällst und stehst und fällst. Weißt du, wo die Kraft herkommt, diese Sünde zu überwinden? Nicht einfach nur im Dasitzen und hoffen, dass Gott ein Wunder tut, sondern im Hinausgehen, denn wenn du anderen hilfst, Überwinder zu werden, siehst du im Leben der anderen plötzlich auch die Prinzipien, die dir helfen. Das meiste, was ich über Bekehrung gelernt habe in meinem Leben, habe ich gelernt durch die Bekehrung von anderen Menschen, denen ich Bibel schon gegeben habe. Denn ihre Fragen, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Ausflüchte sind meistens auch meine Sorgen, meine Nöte, meine Ausflüchte. Und indem ich ihnen helfe, das zu überwinden, bekomme ich plötzlich auch ein Verständnis, wie ich es überwinden kann. Was opferst du, um aggressiven Missionsdienst zu tun? Was bist du bereit zu tun? Denn die Bibel sagt uns in Matthäus 24, Vers 14, auch ein super bekannter Vers. Ihr wisst, worum es Matthäus 24 geht. Was ist der Kontext? Matthäus 24? Da geht es um die Endzeit, richtig?
Wichtiges Kapitel für uns Adventisten. Und da heißt es in Matthäus 24, Vers 14, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Und dann die nächsten zwei Worte, die überspringen wir meistens so ein bisschen gedanklich, für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Zum Glück haben wir jetzt die ganzen Medienministries und wir haben die Missionare in der ganzen Welt und Mark Finley wird das schon richten, nicht wahr? Das Evangelium muss bis in den Busch nach Borneo kommen und dann kommt Jesus wieder. Und wenn wir nur fleißig genug vom Schatten zum Licht und irgendwelche Traktate verteilen in jedem Haushalt, dann wird das Ende kommen, nicht wahr? Nein, da wird es nicht kommen. Die Bibel sagt, das Evangelium muss gepredigt werden zum Zeugnis. Es reicht nicht aus, Informationen weiterzugeben, frei nach dem Motto, friss oder stirb. Ich habe es dir ja gesagt. Ich möchte euch etwas sagen, was mich sehr erstaunt hat. Klammer auf. Habt ihr gewusst, dass William Miller bis zu seinem Tod geglaubt hat, dass die Seele unsterblich ist? Und habt ihr gewusst, dass er das geglaubt hat, obwohl er die biblischen Argumente dagegen gehört hat? Das sollte euch ein bisschen erstaunen. William Miller hat geglaubt, dass die Seele unsterblich ist, obwohl er die Argumente gehört hat, die auch wir vertreten, von George Storrs und anderen Pionieren. Und trotzdem sagt Ellen White, dass er im Himmel sein wird. Wisst ihr, was ich daraus gelernt habe? Dass reine Information noch nicht gleichbedeutend ist mit Licht. Wir sagen immer, wir werden gerichtet nach dem Licht, das wir haben. Und dann denken wir, wir geben einen Flyer, ein Traktat, wo es die ganze Dreifachengelsbotschaft drauf ist, auf 2 DIN A4 Seiten, inklusive 666, hier, du hast das Licht, jetzt musst du danach handeln, nicht wahr? Nein. Was ist das Licht? Das Licht ist, wenn die Information gekoppelt ist mit einem Charakter, der dieser Information entspricht. Zeugnis geben bedeutet nach der Definition vom Sinai, Information zu geben, ja, das ist sehr wichtig, mit einem Charakter, der dieser Information entspricht. Denn ich kann das Evangelium vom Reich nur zum Zeugnis geben, wenn ich so wie Johannes ausrufen kann im ersten Johannesbrief, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir betastet haben vom Wort des Lebens. Hast du das Reich Gottes geschmeckt? Hast du es gesehen? Hast du es gehört? Hast du es betastet? Bist du begeistert davon? Wisst ihr, dass die Tatsache, dass wir Adventisten zur Mission motivieren müssen, Beweis dafür ist, dass sie keine echte Zeit mit Jesus verbringen? Wie viele Tage mussten die ersten Jünger mit Jesus verbringen, um ohne Aufforderung, ohne Motivationsseminar, ohne jetzt lasst uns hinausgehen, Menschen gewonnen haben? Wie viele Tage? Einen Tag. Ist nicht wahr, dass Andreas und Johannes einen Tag mit Jesus verbracht haben? Und nur ein Tag mit Jesus hat sie so gefüllt, dass sie einfach nicht die Ansicht halten konnten. Sie mussten jemanden gewinnen. Hast du nur einen Tag mit Christus verbracht, dann wirst du Christus bezeugen. Es geht gar nicht anders. Ich persönlich glaube, wir sollten damit aufhören, Geschwister zu motivieren. Jetzt komm mal mit raus. Mach mal was. Sei aktiv. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, wenn wir verstehen, was er für uns getan hat, werden wir automatisch gehen wollen. Die Frage ist nur, wie viel bist du bereit zu opfern? Was bist du bereit zu geben, um Zeugnis zu geben? Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich euch noch etwas zeigen über dieses Evangelium. Die Bibel sagt, dass dieses Evangelium, was zum Zeugnis gepredigt werden soll, nicht einfach nur als Information, sondern übereinstimmende Information mit einem übereinstimmenden Charakter, dass dieses Evangelium gepredigt werden soll und was soll danach kommen? Nach dem Text. Das Ende. Evangelium wird gepredigt zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Gut. Schauen wir mal in Matthäus 13. Matthäus 13 und dort Vers 39. Dort heißt es, der Feind, der sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Wie wird das Ende der Weltzeit hier beschrieben? Als Ernte. Könnt ihr das sehen? Das Ende ist die Ernte. Jetzt in Matthäus 24 heißt es, das Evangelium wird gepredigt werden zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das Ende ist die Ernte. Gibt es in der Bibel irgendwo ein Evangelium, das gepredigt wird und dann kommt eine Ernte?
Die drei Engelsbotschaft, ist es nicht wahr, dass in Offenbarung 14, Vers 6 ein ewiges Evangelium gepredigt wird, allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen. Und in Vers 14, direkt danach, sieht man Jesus Christus auf einer weißen Wolke kommen mit einer Sichel in der Hand. Wozu braucht man eine Sichel? Und die Bibel sagt sogar, denn die Ernte der Erde ist überreif. Was mir sagt, das Evangelium, von dem Jesus hier spricht, das Evangelium vom Reich, das zum Zeugnis gepredigt werden soll, ist die dreifache Engelsbotschaft. Lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Freund, liebe Freundin, die dreifache Engelsbotschaft muss nicht nur auf Flyern verteilt werden. Sie muss als Zeugnis gegeben werden. Denn wenn wir Flyer verteilen, die sagen, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und wir selbst leben in Sünde, dann geben wir falsches Zeugnis. Die Information mag stimmen, aber wir geben ein falsches Zeugnis. Nur ein Punkt, bevor wir aufhören. Wisst ihr, was die Bibel sagt, was fürchtet Gott bedeutet? Die Bibel sagt in Sprüche 8, Vers 13, die Furcht Gottes bedeutet, das Böse zu hassen. Es ist eine Sache, einen Flyer zu verteilen, wo drauf steht, fürchtet Gott. Einen Vortrag zu organisieren, mit Livestream in die ganze Welt zu senden, fürchtet Gott. Eine ganz andere Sache ist es, wenn derjenige, der das sagt, das Böse hasst. Nicht nur das Böse nicht tut, sondern das Böse hasst. Wenn der Charakter mit der Botschaft übereinstimmt, dann wird das Zeugnis gegeben. Hat Johannes den Engel zuerst gehört oder zuerst gesehen? Schaut mal Vers 6 und 7 an, Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Hat er ihn zuerst gesehen oder erst gehört? Zuerst hat er ihn gesehen und dann hat er ihn gehört. Ihr Lieben, bevor die Menschen die dreifache Engelsbotschaft hören, wollen sie die dreifache Engelsbotschaft sehen. Meine Frage heute ist ganz einfach. Bist du die dreifache Engelsbotschaft? Denn wenn du die dreifache Engelsbotschaft nicht bist, gibst du nicht Zeugnis von ihr. Jesus und Gott haben am Sinai Zeugnis gegeben, weil sie dieser Charakter waren, der auf den 10 Geboten drauf stand. Sie waren das und deswegen konnten sie erfolgreich Zeugnis geben. Bist du das, was dort steht in der dreifachen Engelsbotschaft? Kannst du sagen, hier sind sie, die halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Ist das dein Charakter? Nur dann geben wir wirklich ernsthaft Zeugnis. Als allerletzten Vers, weil ich bin schon lange über die Zeit, ich kriege gleich Ärger, möchte ich mit euch in Apostelgeschichte 20 folgenden Vers lesen. Apostelgeschichte 20 und dort Vers 24. Apostelgeschichte 20, Vers 24, aber auf all das alles nehme ich was? Keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Bist du bereit, über alles andere in deinem Leben zu sagen, ich nehme darauf keine Rücksicht. Ich habe eine Aufgabe. Weil Christus meinen Charakter verändert, weil ich Zeit mit Jesus verbringe, kann ich nicht anders, als das zu bezeugen. Verteile nicht nur Flyer, mein lieber Freund. Sei ein Flyer. Jemand, der durch den Himmel fliegt. Die dreifache Engelsbotschaft hat. Verteile keine Flyer. Na, verteile Flyer, natürlich. Aber sei ein Flyer. Wer von euch möchte sagen, ich bin bereit, ein Opfer zu bringen, um die Botschaft zu verkündigen? Okay, setzt eure Hände oben. Wer von euch geht heute zum Pergamonmuseum? Wer geht nicht zum Pergamonmuseum? Wir haben heute Nachmittag ein Missions-Outreach, nicht wahr? Meine erste Frage gilt an Sie. Von all denen, die nicht zum Pergamonmuseum gehen, wer kommt mit euch mit, Menschen für Christus zu gewinnen? Das sind zu wenige, da waren mehr Hände. Ich habe eine zweite Frage. Von denen, die sich schon angemeldet haben für das Pergamonmuseum, wer hat eben gerade seinem Herzen gespürt, vielleicht sollte ich ein Opfer bringen, um Menschen für Christus zu gewinnen? Gibt es da vielleicht den einen oder anderen?
Pergamon-Museum läuft nicht weg, aber der Mensch, der heute Abend zum Vortrag kommen kann, der muss heute Abend gewonnen werden, heute Nachmittag, denn heute Abend ist der Vortrag vorbei. Das Pergamon-Museum ist nächstes Jahr auch noch da. Du sagst, ich habe Geld dafür bezahlt. Christus hat noch mehr bezahlt. Ihr Lieben, lasst uns darüber nachdenken, was es bedeutet, Zeugnis zu geben. Denn nur dann werden wir Christus bezeugen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wenn es um das Thema Zeugnis geben geht, wir nicht einfach ins Blaue hineinrennen müssen, dass wir nicht einfach von anderen Kirchen etwas übernehmen müssen, sondern dass wir in dir ein vollkommenes Vorbild haben. Du hast am Sinai Zeugnis gegeben, indem du eine Information weitergegeben hast, die vollends mit deinem Charakter übereingestimmt hat. Das Gesetz Gottes war das Zentrum davon. Und wir danken dir, dass wir sehen können, dass auch wir in unserem Leben eine lebenswichtige Aufgabe haben, nämlich Zeugnis zu geben von dir, Herr Jesus. Wir haben gesehen, das geht niemals ohne Opfer. Das geht niemals ohne einen vermeintlichen Einschnitt. Aber immer ist es die größte Freude, die es gibt im Leben. Denn was kann schöner sein, als zu sehen, dass durch die eigenen schwachen und schwächlichen Bemühungen ein Mensch sich zu Christus bekehrt. Und Jesus, du weißt, heute sind Menschen unterwegs. Du weißt jetzt schon, wer an den Ständen heute Nachmittag vorbeikommen wird. Du weißt jetzt schon, wer durch Umfragen erreicht werden kann. Du weißt jetzt schon, wer ein Kandidat ist, heute Abend hier beim Vortrag dabei zu sein. Und wir sind hier alle zusammengekommen, um zu sagen, Christus zu bezeugen. Ich bitte dich, an jedem einzelnen Herz zu rühren, zu fragen, ob wir das nur sagen oder ob wir es auch meinen, dass wir wirklich auf dem Marktplatz des Lebens Christus bezeugen wollen und nicht nur Tourismus erleben wollen. Bitte hilf du uns, dass wenn du in unserem Herzen jetzt angeklopft hast und gesagt hast, hilf mir doch, Menschen zu erreichen, dass wir dann auch bereit sind zu gehen, weil wir von dir berührt worden sind und durch dein Wort. Hab Dank, Jesus, für das, was du für uns getan hast. Im Namen Jesu. Amen. Thank you.